zu automativ.de. Wir sind heute wieder mal in einem sehr sportlichen Auto unterwegs und Kenner hören es. Das Auto hier, das ist ein typischer oder strömt einen typischen Sound aus, nämlich ein Boxer-Sound. Und nein, es ist kein Subaru, es ist nämlich ein schwäbisches Fabrikat, kein japanisches. Es ist ein Porsche 911 und die Basisversion tatsächlich, man glaubt es kaum, aber man fährt hier in dieser Basisversion wie auf der Nordschleife in einem GT-Modell von vor ein paar Jahren. Das ist echt krass. Und wie das Auto hier von außen aussieht, was es noch so kann und wie viel es kostet, das sehen wir jetzt. Breite Kotflügel hier hinten am Heck, das verrät, das muss ein ganz besonderer Sportwagen sein. Und Sie sehen schon, es ist auch ein ganz besonderer Sportwagen. Es ist der neue 911 der internen Typenbaureihenbezeichnung 992. Und zwar hier in der Basisversion. Wir hatten ihn ja schon als S-Version mit 450 PS. Jetzt ist er in der Basisversion mit 385 PS. Und er macht nicht weniger Laune. Ganz im Gegenteil, das hier ist wirklich ein wirklich typischer reinrassiger Sportwagen und ich habe mich richtig auf dieses Auto gefreut. Rechts neben mir steht er in Kreide, in der Außenlackierung Kreide, kostet ein bisschen Aufpreis, so 3.500 Euro ungefähr. Aber es sieht richtig gut aus, vor allem jetzt hat er Winterräder drauf, die großen Winterräder, aber als Sommerräder hat er Platinum-Seidenglanzfelgen drauf und das sieht in dieser Kombination richtig gut aus, vor allem auch noch mit den schwarzen Kontrastteilen, in Hochglanzschwarz lackiert, macht er richtig was her. Ja, der Grundpreis Basis heißt bei Porsche 104.000 Euro schon. Günstiger kriegt man keinen neuen Carrera. Wie er hier steht, da ist er bei 146.000. Wir haben zum Beispiel hier die Top-Scheinwerfer hier vorne, die Matrix-LED-Scheinwerfer drin. Das erkennt man an dieser X-Signatur, die man hier noch hat und auch an den Prägungen in diesen Scheinwerfern drin. X-Side-Scheinwerfern, die Technologie dieser Matrix-Scheinwerfer, die kommt ja vom Konzernbruder Audi. Porsche hat das adaptiert und wahrscheinlich noch ein bisschen besser gemacht und noch ein bisschen cooler hier gemacht. Dann haben wir hier vorne ganz kurz nur ein ganz großes Kunststoff-Haifischmaul, wie man das immer nennt, ganz große Einlässe hier vorne, die zum allerersten Mal variabel sind. Je nach Fahrmodus ändern die sich hier, das heißt im ganz normalen Komfortmodus sind die zu, meistens zumindest, und optimieren so den Strömungswiderstandskoeffizient, den CW-Wert, wenn sie zu sind. Beim Sportmodus, im Sport-Plus-Modus sind die beiden Dinger natürlich dann offen, links und rechts, und gewähren so die maximale Kühlluft. Genau, also intelligente Steuerung, alles zur Optimierung und Effizienzsteigerung. Dann in der Mitte haben wir hier nochmal die optionalen Assistenzsysteme. Wir haben hier in der Mitte das ACC, das erkennt man an der runden Kunststoffglaskugel hier, also in Kunststoff eingefasst und aus Glas bestehend. Und hier rechts haben wir das Nachtsichtgerät, auch ebenfalls optional. Beide Sachen sind optional, hier mit der kleinen Reinigungsdüse, so dass man auch immer klare Sicht hat. Nachts, das ist relativ gut, weil wenn man viel nachts oder abends, gerade in dieser Zeit im Herbst unterwegs ist auf Landstraßen, Tiere am Straßenrand nicht sofort erkennt mit dem bloßen Auge, erkennt man sie hier mit dem Nachtsichtgerät auf jeden Fall schemenhaft im Digitaldisplay. Das werden wir auch gleich noch mal sehen, wie das aussieht. Ja, allgemein zur Form hier vorne ganz kurz. Es ist deutlich breiter geworden. Das Fahrzeug sollte ja auch in seiner Entwicklungsphase deutlich breiter werden. Pirch sagte ja, als er das Auto gesehen hat, in seinem Vorstadium, das Auto muss noch mal brutaler werden, noch mal mächtiger werden. Deswegen hat man sich dazu entschieden, das Auto hier vorne etwas kantiger zu machen, die Kofferraumhaube hier vorne ins vordere PU-Teil einfließen zu lassen und eben dieses Auto einfach noch stämmiger zu machen. Und diese Topografie, die man hier hat, die bei den alten 911ern viel ausgeprägter waren, das heißt, die Kotflügel waren noch mehr nach außen, nach oben gezogen, so wie der alte Ferry Porsche das immer wollte, so dass man von dort am Fahrersitz durch die beiden Kotflügel immer zielen konnte. Das wurde ein bisschen abgesenkt, um einfach dieses ganze Ding ein bisschen 2D-lastiger zu machen und dadurch ein bisschen breiter zu machen. Aber trotzdem ist diese Topografie hier der Kofferraumhaube ganz schön gelungen. Ja, schauen wir uns die Seite kurz an. Wir haben hier bei den 992-Modellen das erste Mal große, noch größere Räder. Wir haben beim normalen Carrera vorne 19 Zoll und hinten 20 Zoll Räder. Optional gibt es den Carrera S-Radsatz hier, den haben wir hier drauf. Also haben wir hier vorne 20 Zoll Räder und hinten 21 Zoll Räder. Das ist natürlich deutlich besser für den Komfort, für die Laufruhe und auch für die Spurstabilität, noch größere Räder hier zu haben. Wie gesagt, hier in der Ausführung mit Winterrädern, aber trotzdem stört es natürlich nicht hier. Ansonsten, hier fangen wir oben an. Wir haben ein Glasdach, das ist ebenfalls aufpreispflichtig.
Kostet 2.800 Euro, fährt dann aus, fährt nach außen aus. Gab ja früher immer Schiebedächer, die sind dann innen noch ausgefahren. Aber dann hatte man tatsächlich hier hinten noch ein bisschen weniger Kopffreiheit. Auch beim Targa war das so, 997. Deswegen fährt das jetzt, das Schiebehubdach, nach außen auf. Dann hier unten, auch neu, sind diese Türgriffe. Die fahren aus, wenn man das Auto aufschließt, kommen ein bisschen raus, wie bei Aston Martin oder wie bei Tesla. Und dann kann man die hier ganz bequem lösen. Wenn man es wieder verschließt, dann fahren die wieder ein. Ob das jetzt wirklich sein muss, das bleibt weiter zu diskutieren. Hier Spiegel, Außenspiegel, die haben wir ganz normal. Das sind die serienmäßigen Außenspiegel. Da kommen noch welche mit einem zweifüßigen Standbein wahrscheinlich. Hier haben wir sie nochmal in Exklusivoption lackiert in Schwarz-Hochglanz. Da unten Seitenschweller, das ist der ganz normale Serienseitenschweller. Hier gibt es noch einen anderen von Porsche Exklusiv. Der geht dann noch ein bisschen weiter runter und zieht den optischen Schwerpunkt nochmal weiter runter. Das ist dann auch entweder einzeln zu bestellen oder im gesamten Sport-Design-Paket zu bestellen. Was auch hier dann am Heck seine Auswirkungen zeigt. Das Sport-Design-Paket hat dann hier diese Streben oder diese Linien hier nochmal lackiert in Außenfarbe, in Wagenfarbe. Ob das jetzt schön ist oder nicht, ob das so schön ist oder nicht, das stelle ich ebenfalls zur Diskussion. Dieses große Kunststoffteil hier, das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Was aber nicht gewöhnungsbedürftig ist, ist die Abgasendrohranlage hier. Das ist nämlich die Sportabgasanlage. Erkennt man an der ovalen Form hier. Das ist ähnlich jetzt gerade wie bei den Audi RS-Modellen, die ja auch ovale Formen haben. Die Position von diesen beiden Endrohren ist jedoch natürlich anders als bei Audi, aber daran erkennt man auf jeden Fall mal die Sportabgasanlage. Die gibt es in Schwarz und in Silber Hochglanz lackiert. Ja, und dann, was früher eben allen Allradmodellen nur vorbehalten war, bekommt der Carrera jetzt auch die Grundversion, auch die Zweiradversion. Wir haben hier Hinterradantrieb, nämlich dieses durchgehende LED-Leuchtenband hier. Das sieht nachts auch richtig cool aus. Das ist nachts wie ein Strich, ist aber manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es nicht ganz zu den Seiten abschließt und dadurch diese Breite dieses Hecks auch nachts nicht ganz wiedergibt. Das ist dann nur, wenn der Blinker dann angeht, dass man dann die komplette Breite bis hier vorne sieht. Und das macht dann richtig Spaß, das Heck anzuschauen. Mit dieser leichten Lichtleiste hier und ganz dünnen Lichtleiste ist es manchmal ein ganz bisschen gewöhnungsbedürftig. Ebenfalls neu ist dieser etwas größere ausfahrbare Spoiler hier hinten. Der fährt ab einer Geschwindigkeit von 80 km/h, glaube ich, aus. Wenn man hier, und da kommen wir zum Unterschied von Carrera und Carrera S Modellen, beim Carrera S das Sportfahrwerk noch bestellt, das ist das PSM Sportfahrwerk um 10 mm tiefer, dann hat man automatisch auch diese Spoiler, den Spoiler ausfahren mit einem deutlich größeren Winkel, als es beim normalen Carrera hier ist. Das geht beim normalen Carrera nicht, also dieses Sportfahrwerk zu bestellen. Das heißt, der Spoiler fährt nur bis zu einer gewissen Höhe aus und garantiert dann eben nicht so den krassen Anpressdruck, wie es beim Carrera S mit Sportfahrwerk dann wäre. Ja, hier unten mittig und neu designter Schriftzug vor allem. Der sieht ganz cool aus. Und was ich richtig gut finde, sind diese 3D-Buchstaben hier Porsche, dass wirklich auch diese Formen hier nochmal unterstützt werden durch die Tiefe dieses Designs. Ja, und ganz neu ist ebenfalls der Heckdeckel. Den kann man aufmachen, den kann man hier noch, das kann ich aber kurz zeigen. Viel zu sehen ist da nicht mehr. Früher waren da tatsächlich noch die Motoren oder der Motor zu sehen. Jetzt sieht man nur noch zwei Lüfter und die ganzen Befüllstutzen hier. Mehr ist da nicht mehr. Man kann dieses Teil hier, was ein bisschen, ja, günstig klingt, auch noch lackieren lassen. Dann sieht es noch mal in Hochglanzschwarz noch mal etwas cooler aus. Dann ist diese Fläche hier oben, die ganze schwarze Fläche, noch schöner integriert und in diesem Kontrast zu Kreide und Schwarz mit dieser Privacy-Verglasung ebenfalls optional noch harmonischer. Ebenfalls neu dieses Stopplicht hier hinten, Bremslicht, sieht aus wie das Stoppzeichen bei einem MP3-Player. Ist gewollt, ist Konzerndesign. Sieht ganz gut aus. Auch nachts sieht es ganz gut aus. Ja, das ist außen. Was wir hier hinten noch haben, natürlich darunter steckt der 3,0 Liter Boxer Sechszylindermotor mit 450 Newtonmeter und 385 PS. In 4,0 Sekunden geht es von 0 auf 100. Beim Carrera S sind es dann mit Sport-Chrono-Paket beides die 3,5 Sekunden. Und ob man das spürt oder nicht, das sehen wir jetzt. 4 Sekunden von 0 auf 100 mit Sport-Chrono-Paket, das heißt mit der variablen Fahrstufen-Einteilung hier mit dem Drehrädchen. Und ich versuche jetzt nochmal hier Sport-Response zu machen, das heißt nochmal ein bisschen mehr Agilität, ein bisschen mehr Schub. Dann machen wir das mal hier mit dem Sport-Plus-Modus, Launch-Control deaktiviert. Ich gehe mit dem Fuß von der Bremse und los geht's. Und man sieht, wir sind auch schon auf 130. Es ist relativ unspektakulär, weil
Wir haben so eine phänomenale Performance hier auf der Hinterachse. Wir haben hier kein Allradmodell, aber die 385 PS und 450 Newtonmeter Drehmoment, die gehen halt extrem brillant und präzise auf die Hinterräder und wir haben keinen Verlust, auch nicht irgendwie noch. Und das ist echt beeindruckend, dass wir hier diese Traktion 1:1 auf die Straße kriegen. Das ist das, was einen Porsche ausmacht. Ich weiß, weil wir waren hier auch mit dem Ford Mustang auf der genau gleichen, selben Strecke. Und es war dann halt mehr Wolken als Performance. Und das hier ist halt schon mal komplett was anderes und macht richtig, richtig viel Laune. Ganz kurz zum Interieur. Wir haben hier ein neues Interieur-Layout, eine neue Interieur-Architektur, wie beim ersten 911er ein bisschen, weil es geht in die Breite, in die Waagrechte. Wir haben ja eine waagrechte Linie und da ist anhand derer, an ihrer alles angeordnet. Wir haben hier das allererste, was mir auffällt, ein Lenkrad im neuen Design mit schwebenden Elementen, hier Multifunktionslenkrad in Kunststoff ausgeführt und einen neuen Drive Wählhebel hier, also ein Drehschalter für die verschiedenen Fahrmodi, werden wir gleich noch sehen. Und ein Push-Button, ganz typisch für ein bisschen Boost, den das Auto noch generieren kann, Overboost. Dann haben wir dahinter zwei 7 Zoll TFT-Displays, also die Digitalisierung ist komplett angekommen bei Porsche. Aber was Porsche typisch ist und auch immer so bleiben wird, ist der analoge Drehzahlmesser in der Mitte. Man hat hier einen Kompromiss gesucht und ich finde genau dieser Kompromiss zwischen analogen Instrumenten und digitalen Instrumenten ist genau richtig gelungen, denn in der Mitte hat man immer Blick auf den Drehzahlmesser, das wichtige Kernelement dieses Autos. Und hier sieht man auch 6.500 Umdrehungen, sieht man nicht, aber da ist die maximale Leistung von 385 PS erreicht. 450 Newtonmeter haben wir und er dreht bis 7.400 Umdrehungen. Ab 7.400 Umdrehungen ist er dann im Begrenzer drin und dann muss man spätestens dann weiterschalten. So, jetzt mache ich mal die Zündung an. Da sehen wir jetzt auch die digitalen Instrumente. Wir können hier durchtauschen von links und auch nach rechts und können hier durchscrollen hier verschiedene Einstellungen, die wir hier haben wollen. Aber hier tatsächlich die beiden Displays hier mit Uhrzeit und Außentemperatur und sowieso der Geschwindigkeitsbereich, also der Tacho, die kann man nicht wegkonfigurieren. Man kann nur die Anzeige innerhalb dieses Geschwindigkeitstachometers dann einstellen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten von ACC über die Tempolimiterkennung bis zu hin irgendwelchen Offroad-Navigationsdarstellungen. Und auf der rechten Seite, da können wir es voll variabel einstellen. Wir haben hier jetzt die Standardeinstellung Verbrauch, Strecke und Fahrzeit. Und rechts auf der rechten Seite haben wir dann noch die tatsächlich Restreichweite der Kilometer, ich nehme mal die Kamera schnell in die Hand, die Restreichweite der Kilometer. Wenn man einen vollen Tank hat und auch noch die Option auf den 90 Liter Tank gewählt hat, die haben wir hier drin, dann steht hier auch bei sparsamer Fahrweise so um die 8-9 Liter, die tatsächlich auch hier möglich sind, gern auch mal beim Volltanken die 1000 Kilometer Marke. Das ist auch echt gut und das zeichnet dieses Auto tatsächlich auch aus, denn das ist so ein bisschen schon abgestimmt wie ein Gran Turismo, der normale Carrera. Es ist ja keine GT-Version und deswegen macht es auch Sinn, dieses Auto so ein bisschen als Gran Turismo zu positionieren, womit man überall hinfahren kann, einfach eine lange Strecke sportlich durchfahren kann. Ja, wir können hier dann auch verschiedene Anzeigen nochmal einstellen. Ich nehme nochmal die Kamera, dann sieht man das besser. Wir haben hier oben die Restreichweitenanzeige vom Tank, die Batterieanzeige tatsächlich. Und dann die Fahrmodi, die Reifendruckmessung. Ich mache mal den Motor an. Dann sind auch die tatsächlich, kommen die dann, wahrscheinlich nur beim Fahren. GeForce-Messer, Sport-Chrono-Paket und der Nachtsichtassistent, der jetzt nicht viel bringt, weil klar, es ist hell. Und dann noch die Kartendarstellung. Das ist echt ganz gut, dass man die so groß hier hat. Und dann sind wir wieder auf dem ganz normalen Bereich der Trip-Einstellungen. Ja, genau. Man hat es gerade gehört, der Motor, der ist jetzt an, der klingt auch typisch Porsche. Das ist dieser reine 6-Zylinder-Soundboxer, 6-Zylinder-Sound, 3 Liter Hubraum. Jetzt zum allerersten Mal Turbo aufgeladen. Wir können hier noch verschiedene Einstellungen fahren. Wir haben hier zum Beispiel die Vorderwagen-Anhebung vorne, von der ich vorhin sprach, um 40 mm. Dann haben wir hier bei diesem Taster, ein bisschen wie im Flugzeug angerichtet hier, die Sportabgasanlage. Warnblinkanlage, dann PSM off, um ein bisschen Spaß zu haben, weil Hinterrad angetrieben,
kann man natürlich ein bisschen hier die Hinterachse spielen lassen. Und wir haben hier noch die Option auf das PASM-Fahrwerk, die adaptiven Dämpfer, die man in ihrer Dämpferhärte dann hier einstellen kann. Wenn man das drückt, hat man das Sportfahrwerk, also sportlichere Fahrverhalten an. Das heißt, es ist ein bisschen strammer vom Fahrwerk, ein bisschen mehr abgestimmt wie ein richtiger Sportwagen, fast schon wie ein Rennwagen. Und zu guter Letzt haben wir, oder vorletzt, wir haben hier die ansteigende Mittelkonsole hier auf der rechten, also in der Mitte, mit ganz neu angeordneten Knöpfen. Das ist komplett anders als beim Vorgänger und diesem kleinen Rasierapparat hier, der zumindest aussieht wie so ein Braunrasierer, der für die Fahrstufen hier etwas ungewöhnlich dasteht. Vor allem die Haptik, man hört es auch gerade, die Haptik ist ein bisschen ungewöhnlich für typische, also wenn man den PDK-Wählhebel von früher kennt, dann ist das sehr ungewohnt mit Rückwärtsgang und Fahrstufe einlegen, aber das, daran muss man sich halt gewöhnen und das passt dann im Zweifel auch ganz gut. Und was wir noch haben, wir können hier nicht mehr manuell schalten, also wie im Rennwagen, von nach vorne runter und nach hinten hoch, sondern müssen hier manuell klicken und dann können wir hier am Lenkrad schalten. Wir können auch so am Lenkrad schalten, aber dann geht es nach einer bestimmten Sekundenanzahl wieder in Automatikmodus ganz normal. Und um das zu umgehen, schaltet man hier einmal auf manuell und dann ist man immer im manuellen Modus und hier auch im Sportmodus. Wir müssen jetzt nicht in Sport Plus Modus gehen. Genau. Wenn man jetzt fährt, achso, das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist die Sitze. Die haben wir schon beim Carrera S nicht ganz so zugesagt, obwohl wir hier die komplett optionalen Supersitze haben, die Sportsitze Plus Sitze haben, hält es einen nicht komplett perfekt in den Sitzen. Es ist, wie gesagt, eher ein Gran Turismo als ein Superrennwagen, aber so ein bisschen mehr Seitenhalt hätte ich mir auch in diesen Sitzen gewünscht. So. Typischer Porsche-Sound haben wir trotzdem, trotz Turboaufladung. Und wir haben eine unglaubliche Präzision in diesem Fahrzeug. Und können damit richtig präzise Spaß haben. Das merkt man auf den ersten Metern, wenn man diesen Motor drehen lässt. Und was das Beeindruckendste an dieser Maschine ist tatsächlich, ist, dass dieses Drehmoment und dieser, obwohl es Turbolader hier sind, wo man eigentlich erwartet, okay, da ist irgendwie eine kleine Verzögerung, das haben wir ja bei den großen Modellen, beim Cayenne zum Beispiel ist die Verzögerung schon sehr, sehr stark beim Cayenne Turbo. Das haben wir hier nicht, weil diese Turbolader so präzise und so eng an den Zylinderbänken sitzen, dass man hier das Ansprechverhalten einfach auf fast null minimiert hat und diese Leistung sofort aus dem Stand hier angreift und das ist schon sehr, sehr schön und macht richtig viel Spaß, damit umzugehen, damit zu fahren. Das ist eines der wichtigsten Punkte, die für beide Modelle Carrera und Carrera S und dann auch wahrscheinlich auch für Carrera GTS gelten. Jetzt ganz spezifisch zu dem Carrera, die 385 PS Leistung. Man denkt ja immer, der Carrera, der ganz normale Carrera, ob das mir reicht oder ob das wirklich der richtige Porsche ist und ob Carrera S nicht dann doch viel, viel besser und viel schneller und viel cooler ist. Natürlich, Carrera S fährt deutlich über 300 km/h, er hier nur 293 km/h, aber kommt es darauf wirklich an? Wir haben hier bei dem mit Sport-Chrono-Paket 4,0 Sekunden von 0 auf 100, beim Carrera S sind es 3,5. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied, aber es geht ja auch um das Gespür, um das Fahrverhalten. Das Einzige, was wir beim Carrera S mehr haben, wirklich wesentlich mehr haben, ist natürlich die Leistung und die Möglichkeit der Optionen. Wir können beim den Carrera S noch mehr zum Rennwagen machen als den Carrera. Zum Beispiel mit der Hinterachslenkung, zum Beispiel mit dem Sportfahrwerk, zum Beispiel mit PDCC, das heißt mit dem Karosserie-Wankausgleich. All das können wir hier beim Carrera, beim normalen nicht machen, aber es reicht eigentlich. Man hat es hier gerade auch gesehen. Und wir fahren auch noch mal zurück. Dann können wir hier beim Wenden auch noch dieses Fahrzeug natürlich wieder optional mit Rückfahrkameras ausgestattet und allen möglichen Sensoren, die wir hier haben, sodass man auch dieses etwas kleine Auto, wo man es ja eigentlich gar nicht braucht, Rückfahrkamera, auch ganz gut manövrieren kann. Und auch natürlich haben wir hier die Möglichkeit der Launch Control. Die wir jetzt mal kurz machen, weil es hier schön frei ist. Und um ein bisschen mehr Spaß zu haben, schalten wir die Assistenzsysteme auch aus, das PSM. Gehen hier auf die Bremse.
und spüren hier die 4,0 Sekunden, die eigentlich jetzt relativ unspektakulär waren, ohne jegliches Reifen durchdrehen. Die ganze Traktion war einfach komplett auf der Straße, ohne Leistungsreduktion oder irgendwelchen Schlingern am Heck. Das Auto ist einfach so präzise abgestimmt und fährt sich einfach auch so souverän, kerzengerade, wenn man es haben möchte, und genau auf den Punkt, dass man nicht meint, dass man in einem ganz normalen Carrera sitzt, sondern man meint eher, man sitzt in einem GT-Modell. Auch der Sound, der trägt natürlich einiges dazu bei, dass man hier richtig, richtig viel Spaß haben kann. Und da muss ich echt sagen, auch wenn ich den Carrera S gefahren bin und Carrera S phänomenal fand, wenn man wirklich aufs Geld achten muss oder noch ein bisschen Spielgeld haben möchte, dann reicht das auf jeden Fall, dieses Auto hier. Und dieser Sound allein, der dann in diese Ohren strömt, der macht einen einfach nur noch glücklich. Die Sportabgasanlage ist dann dieser Schlüssel, den man braucht, weil wenn man die jetzt ausmachen würde, okay, hätte man immer noch ein bisschen Sound. Ich dachte, es sei schlimmer. Ah, auch ohne Sportabgasanlage hört man ganz guten Sound, aber mit ist natürlich noch mal ein bisschen schöner. Ja, der 911er ist halt nach wie vor ein 911er und der macht unglaublich viel Spaß, auch wenn es die Basisversion ist, aber die ist gar nicht die Basisversion, man muss sich vorstellen, der hat fast so viel Leistung wie der damalige Carrera S der Generation 991 und das ist schon echt beachtlich. Wir haben hier noch zusätzliche Sachen, natürlich vorne einen Kofferraum. Eingefleischte Porsche-Fans wissen das natürlich, dass der vorne ist und dass der auch ordentlich Stauraum bietet. Etwas über 135 Liter hatte, da passt immer eine Tasche rein, noch eine Handtasche und ein bisschen Jacken oder auch 4 Sixpacks Wasser, vielleicht sogar 5, wenn man ein bisschen geschickt ist. Das passt also und hinten ist natürlich auch noch Staufläche bei den 2+2 Sitzen, die man hier hinten noch hat. Und da kommt man eigentlich auch in der Regel ganz gut rein. Wenn man sich ein bisschen klein macht, dann kann man sich hier auch ganz ordentlich noch reinsetzen. Und ein bisschen in der Ballettschule war früher, dann kann man hier kürzere Strecken auch noch mal mitfahren und sogar auch alleine wieder aussteigen. Das passt also alles. Man darf sich nur nicht dafür zu schade sein. Ja, ansonsten hier an der Vorderachse, das hatte ich noch vergessen, haben wir noch eine Option. Lift-System hatte ich vorhin im Interieur erklärt, dann fährt die gesamte Vorderachse nochmal um 40 mm nach oben. Das ist eine ganz praktische Sache. Und wir haben hier am Heck, beziehungsweise nicht am Heck, sondern an der ganzen Steuerung hier, nicht die Option beim normalen Carrera, zum Beispiel auf der Sportfahrwerke schon gesagt. Und wir haben nach wie vor nicht die Chance hier beim Carrera, beim ganz normalen Carrera, hier die PDCC, das Karosserie-Stabilisierungssystem hier einzubauen. Ansonsten haben wir hier eigentlich fast alle, bis auf noch die Hinterachslenkung, haben wir hier auch keine Option drauf, alle Möglichkeiten, das Auto so auszustatten, wie man es möchte. Und der Sound ist unglaublich. Die Sportabgasanlage ist tatsächlich Pflicht für jeden Porsche-Fan. Und ansonsten haben wir hier wirklich ein richtig gutes Gesamtpaket. Klar, für 140.000 Euro ungefähr kann man das dann auch tatsächlich erwarten. Vielen Dank bis hierhin, wenn Sie es bis hierhin geschafft haben. Fürs Zuschauen vergessen Sie nicht, unten uns zu abonnieren, damit wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen können.